Zuna. Zuna featuring Bowser. B-Turbo heißt das Ganze. Produziert von Mixu und MacLeod. Alter, ich habe auf Instagram so eine Preview gesehen. Ich glaube, der Produzent von Fati TV müsste da dran mitgewirkt haben. Der Florid, der auch meinen Song gepostet hat. Vielen, vielen Dank dafür, Alter. Der hat das gepostet. Alter, ich dachte mir nur, was ist das für ein Video? Holy shit. Zuna, Bowser. Zuna, wie gesagt, mit AZ. Ich fand die Songs mega geil. Guckt dazu gerne nochmal meine Videos. Ich fand die echt, echt gut. Und Bowser, ich habe letztens das Video gesehen, wo er im Studio diese Challenge gemacht hat, zusammen mit Summer Jam. Hammer. Also das Video, unglaublich geil. Wobei ich sagen muss, dass ich Summer Jam sogar noch stärker fand und noch krasser. Das Ganze ist anscheinend eine Werbung für Need for Speed. Okay, es ist eine Produktplatzierung. Sexy Pose, check die Dose, Girlie Day Day, trenn die Hose, 100 Okta, pures Gold an, Shoutout Aiko, Shoutout Wolf. Okay, ich treff mich in der Stadt, nur um Nasen zu ziehen. Ja, du Genie, deshalb schlafen wir nie. Alter, was ist das für ein Beat? Holy shit. Mal was ganz anderes. Es ist kein Trap, es ist kein Street-Ding, es ist einfach so, erinnert mich an die alten Fast and the Furious-Sachen irgendwie. Auch, warte mal, ich muss die Melodie nochmal. Okay, ich treff mich in der Stadt, nur um Nasen zu ziehen. Ja, du Genie, deshalb schlafen wir nie. Bitte kein Artillerie. Ich starte mit. Ich wollte gerade fast sagen, es erinnert mich an dieses Tokyo Drift Ding, aber das war ein bisschen asiatischer angehaucht. Alter, ist das krank. Du Genie, deshalb schlafen wir nie. Bitte kein Artillerie. Ich starte mit die Turbofahrt, so mein Team. Mein Power. Hey, ich glaube, mein Auto hat auch B-Turbo, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Was ist das geistesgestört, das Video. Diese Abwechslung zwischen In-Game-Szenen und, ne? Mein Power, B-Turbo. Und wir bleiben wach mit den Jungs durch die Stadt. Mein Power, B-Turbo. Mein Power, B-Turbo. Mein Power, B-Turbo. Okay, Hook feiere ich nicht so. Hook ist jetzt gerade nicht so meins, Alter. Mein Power. Gib mir mehr Speed, mach die linke Spur frei. Lebe fast live, Messerklinge in die Brust rein. Digi, Z-Killer, Benzema, durchbrettern, Bassbella. Lass besser oder für die Barretta. Lass uns loslegen, seh die Bullen. Kollektiv, weil der Kofferraum ist voll. So viele Firmen, das ist nicht mehr so gesund. Push, warte, muss, fließen, Gage, plus. Papa, alles easy, war lange weg, Multivitamin-Flow. Weißes Gold, Eis, trag halbes Kilo um meinen Nacken. Alter, ich will gar nicht pausieren, wie krass ist bitte der Part, Mann. Bah! Feier ich. Übertrieben. Würde ich mindestens genauso tragen. Mindestens. Also Bowser, ich finde Bowser ist halt eher so ein künstlerischer Künstler. Ne? Der ist so ein bisschen, weiß ich nicht, so wie Crow, was der jetzt macht und so weiter. Es ist halt mehr so der mit Gesangseinlagen, mit Autotune, mit seinen sehr, sehr atmosphärischen Sachen, sag ich mal. Aber dieses straight nach vorne rappen, Alter, das ist, da sehe ich Zuna gerade übertrieben. Können die bitte, und sowas hab ich lange nicht mehr gehört, also wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gehört, kann es einfach einen Mammut-Remix geben? Sowas gibt's gar nicht mehr heutzutage, ne? Ich hätte gerne noch Luciano da drauf. Ich hätte gerne UFO noch mit da drauf. Wen hätte ich denn noch gerne? Ich hätte gerne Contra K noch da drauf. Wen könnte man denn noch dazu nehmen? Boah, so einen bosshaften Kolle-Part oder so. Samra wäre geil. Ja, Mann, Samra könnte auch noch da drauf. Ja. Das finde ich, gab's gar nicht mehr irgendwie. Lange nicht mehr. Hab geschlafen mit den Brüdern auf Matratzen, heute geht Gas und Vertrauen nicht. Ja, sowas wie Royal Rumble, genau. Mal mein Schatz. Und wir bleiben wach mit den Jungs durch die Stadt. Mein Power, YouTube. Mein Power, YouTube. Mein Power, YouTube. Ich glaube, die Hook feiere ich einfach nur nicht wegen diesem runtergepitchten. Das ist irgendwie reißt mich das aus diesem Flow raus, aus diesem da, 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 so, keine Ahnung, dann kommt immer B-Turbo.
Das finde ich ein bisschen seltsam, ist nicht mein Geschmack so, aber sonst muss ich sagen, also Bowser hat schon geil gerappt, ne? Also nicht missverstehen, ich sehe nur seine Stärken woanders. Also ich höre ihn einfach gerne anders, ne? Also ist jetzt nicht so, dass ich ihn bei so straightforward Rap einfach gerne höre. Bei Suna muss ich halt sagen, ist es genau andersrum. Wobei der auch sehr melodische Sachen mit AZ gemacht hat, aber trotzdem finde ich halt so für straightforwards fühle ich mehr. Scheiß auf Knast, die Polizei ist machtlos hinter meinem Mauer. Boah, Jizzes oder Bones. Ja, wobei Jizzes wäre noch mal witziger gewesen, ne? Mein Fahrer, mein Fahrer, mein Fahrer. Fahr ich durch die City, City ist wieder Ausnahmezustand. Voll drauf, Sound knallt wie Bazooka. Ich muss ein bisschen an Jake Wan denken. Jake Wan, früher, wie hieß der Song? Tipsy war das, glaube ich, bekannteste. Aber es gab noch einen anderen, das hieß Hood Hop oder sowas. Hip-Hop, Hood Hop, weiß nicht mehr. Da war es auch so abgebremst, die Drums und so weiter, finde ich. Und das finde ich gerade richtig cool. City ist wieder Ausnahmezustand. Voll drauf, Sound knallt wie Bazooka. Hab die neuen immer mit im Handschuhfach und willst du Stress, Digga? Es geht halt so voll nach vorne, obwohl die Snare und so weiter gar nicht so hart sind. Ne? Die sind eigentlich voll gedämpft. Finde ich krass, dass es trotzdem so weit nach vorne geht. Und er hat auch den Louis-Pulli. Verdammte Scheiße, Alter. Alle haben den, ne? Hast du die Nummer? Also ruf mich an, wenn die was auf deinem Herzen liegt. Dass du überlebst im Viertel, gibt es keine Garantie. Ja, so groß wie meine Eier sind, ist auch mein Appetit. Du bist so verträglich. Geh verbrenn paar Kalorien. Gib mir. Schade. Am Ende kam eigentlich noch ein Autogeräusch. Ich dachte, da kommt noch ein Outro. Feier ich. Ballert. Ballert echt gut. Wie gesagt, ich fand Suna stärker als Bowser. Trotzdem, Bowser war nicht scheiße. Ne? Also, ich finde jetzt nicht, dass er irgendwie absolut nicht reinpasst. Ich finde schon, dass der gut abgeliefert hat. Aber ich fand Suna stärker. Nur das Beat-Tour beim Refrain hat mir nicht so gefallen. Der Beat war endlich mal was anderes. Das hat mir am meisten, glaube ich, gefallen, dass der Beat einfach nicht so ein 0815 Ding ist, ne? Also nicht böse gemeint, sondern Mixed & MacLeod haben halt die ganze Zeit alles dominiert und man hat halt die ganze Zeit Loredana gehört und weiß ich nicht was und ne, irgendwie es klang halt alles relativ ähnlich, egal bei wem, ne? Deswegen finde ich es geil, dass das Ganze einfach anders klang. Das tat, glaube ich, echt gut.